Jetzt haben wir noch 15 Minuten für Rumton. Wir fangen an mit Thomas. Wir haben hier... Oh, ich sehe schon eine Pfeife. So, was sagt er? Hi Justin, ich hoffe, du liest meine Mail und packst meinen Rumton in dein nächstes Video rein. Oh, Voice Crack des Jahrtausends. In dein Video rein. So. Freundliche Grüße aus Österreich an bei meinem Video. Okay, drei Pfeifen. Höre ich da schon meine Stimme im Hintergrund? Okay, wir haben eine Goya-Bag schon gesehen, das hat leider dieses Fenster überdeckt. Okay, Bart, weiße Kacheln, graue Wand und dann so Holz. Ja, das hätte man theoretisch weiß machen können, aber kommt schon clean, Mann. Ja, Klodeckel hätte ich jetzt ehrlich gesagt runtergemacht. Das hätte sehr, sehr viel mehr hergemacht. Ja, kommt super. Dann haben, ach so, das war nur Klo. Und hier noch Main Badezimmer. Muss schon sagen, das kommt clean und edel, oder nicht? Ne? Okay. Okay, dann hier diese Betonoptik. Boah, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber es ist halt wenigstens farblich auf jeden Fall dezent. Ne? Da hier noch so Pflanzen drauf. Auch hier grau und so, ja. Okay, im Hintergrund laufen sogar die Roomtouren. Glaubt ihr, er hat die Roomtour aufgenommen, spontan, als da meine Roomtouren gezeigt wurden? Dachte er sich, er kann die auch mal einreichen, oder glaubt ihr, der ist im Nachhinein aufgenommen? Die Bilder sind auch nicht so meins. Okay, und dann noch zwei Pfeifen, Alter, das ist ja wirklich auf Shisha war angelehnt. Mit einer Shisha auch tatsächlich. Ja, ja. Dezentes Bild, coole Lampe, schöne Couch. Ja, und nochmal einen Außenbereich, um da auch nochmal die Pfeife maximal sich reinzugönnen. Und noch einen Aschenbecher. Ah, ja, ja. Okay, Leute, was geben wir für eine Bewertung? Ich sag, meiner Meinung nach gibt das eine 7. Es war wirklich schön und clean. Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war... Man, diese betonmäßigen, diese grauen Sachen da und vielleicht so dass diese Küchengriffe und so, aber das ist jetzt meckert vor dem Niveau, deswegen finde ich, kann man da schon mal eine 7 reinschallern, oder? Steve G. Erste Wohnung, liebe Grüße aus der Schweiz. Schweizflagge und Käse. Okay, wir erwarten einen Großverdiener bei der Schweizflagge. Okay, schöner Boden schon mal. Graue Fliesen. Schuhregal. Okay, er geht rückwärts die Treppe hoch. Tschüss. Bisschen Bilder aufgehangen. Bilder milder. Oh, das ist cool. Bild wäre jetzt wahrscheinlich nicht so meine erste Wahl, sondern hätte ich mir wirklich was Künstlerisches hingehängt. Aber kommt schon cool. Ist geil irgendwie, dass das hier, du hast so eine Treppe nach oben und hast dann von oben kannst du immer noch so auf diesen Essbereich gucken. Das gefällt mir ganz gut. Ey, die Lampe hatte ich auch mal. Die Lampe hier gefällt mir aber nicht so gut. Für seine erste Wohnung, überleg mal, erste Wohnung kommt schon cool. Mhm. Ist das hier der Schlafbereich? Was ist denn das? Das erkenne ich jetzt nicht so. Hier wird frische Wäsche gemacht. Okay, die Holzwand wäre jetzt auch nicht so mein Film. Aber für erste Wohnung, ne, klar. Kommt super. Das Zimmer fand ich, hat jetzt vom Design her nicht so zum Rest gepasst, was wir so gesehen haben. Mit diesem asiatischen Fächer und so. Schwer. Gästezimmer könnte sein, ja. Oh, dann die Nespresso-Kapseln sehr schön geordnet, ne? Das fällt mir natürlich auch nochmal sehr auf. Ey, die Wohnung ist schon groß. Überleg mal, erste Wohnung. Schönes Bad. Oh, die Waschmaschine nochmal eingebaut, okay. Sehr clean, sehr edel. Jetzt bin ich gespannt, was oben noch kommt. Vielleicht hat er da sein Schlafzimmer und das andere war nur ein Gästezimmer. Okay, das Löwenbild sehe ich auch absolut gar nicht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Geschmackssachen. Ich will hier niemanden angreifen. Lieber Steve. Okay, Fernseher hat er da hingestellt. Jetzt muss das Bett aber auch tief sein. Ach so, Couch, ne. Ja, doch.
ja, das Beste daraus gemacht, ne? Sonst müsst ihr den viel weiter nach vorne stellen. Okay, okay, Butterfly, I see. Und dann hier, glaube ich, sein Bett. Oh, und dann aus der Dachschräge noch das Beste gemacht mit diesen Schränken hier. Also die Wohnung gefällt mir von der Aufteilung her sehr gut. Würde man da ein bisschen, natürlich muss dann einiges investieren, um da umzubauen, so, ne? Wäre die noch krasser, aber ist wahrscheinlich eh Miete, deswegen. Also ich würde sagen, eine 6,5 kann man da schon geben. Unbedingt noch Nina E reinziehen, sagt der Peso-Boss. Nina E. Der Peso-Boss meinte, ich muss mir die unbedingt reinziehen. Hä? Hey Justin, ich bin Nina, 23 Jahre alt und das ist mein erstes eigenes Zuhause. Oh, die Fliesen sind richtig geil. Sehr dezent. Erstes eigenes Zuhause. Beruf? Fragezeichen. Ich sehe schon, da erwartet uns was ganz Großartiges. Das hätte der Peso was auch nicht gesagt. Die Pflanze auch geil, das... Boah, sehr, sehr nice Waschbecken und Toilette. Boah, die Treppe auch überkrank. Ey, was geht denn jetzt ab? Ah ja, das kommt schon sehr, sehr stark. Sehr stilvoll auch, der Eingangsbereich. Nicht krass vollgemüllt mit irgendwas, sehr nice. Boden ist in Ordnung, ja. Ich glaube, hier hätte ich so ein ganz dunkles, riesiges Parkett gut gefunden. Oder weiterhin die Fliesen. Fernseher, sage ich ehrlich, den hätte man an die Wand hängen können. Den hätte man an die Wand hängen können. Teppich fehlt. Ja, stimmt. Einen kleinen Teppich kann man da noch hinorgeln. Das stimmt. Aber sonst alles wirklich geil. Auch die Lampen hier über dem Tisch. Es kommt alles sehr durchdacht und gepflegt. Dann draußen noch so ein Außenbereich. Die Küche mit Kücheninsel. Das ist schon heftig. Auch draußen der Bereich schön. Hast du deine Ruhe? Kannst du entspannen? Ey, das ist eine heftige Roomtour, muss ich sagen. Dankeschön fürs Einsenden, Nina. Okay, aber hier ist dann ein Teppich vor der Tür. Ja, den hätte ich eher da nicht hingelegt. Okay, Bett. Mit Kleiderschrank und nochmal ein Fernseher. Der kommt wichtig. Ist das ein Einzelbett, wie ich hier das sehe? Also Jungs, vielleicht gibt es hier noch die eine oder andere Chance. Ein kleiner Spaß hier. Aber wirklich sehr, sehr schön alles. Dann noch hohe Schuhe reingestellt. Vielleicht irgendwelche besonderen. Spiegel. Im Kleiderschrank. Sinnvoll genutzt. Pflanzen. Ja, die Pflanzen und den Teppich sehe ich da nicht, weil die stören ein bisschen beim Rein- und Rausgehen von diesem Zimmer. Okay. Bücher. Dann haben wir hier eine Leseratte, sag ich mal. Boah, ich habe wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Ich weiß nicht, ob das was ist, worauf man stolz sein könnte, aber ja, klasse, die hat halt wie so eine kleine eigene Bibliothek sich reingezimmert. Pff, was? Die Badewanne ist natürlich Endgegner, ne? Das kommt krass. Das kommt wirklich krass. Egal auch immer, was du da machst oder arbeitest, oder selbst wenn es von deiner Familie sein sollte, herzlichen Glückwunsch. Das Haus hast du sehr, sehr stilvoll eingerichtet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da würde ich wirklich eine 9 geben, wenn nicht sogar eine 9,5. Es gibt ein, zwei Sachen, die man hätte aussetzen können. Also jetzt mit dem Pflanzen und dem Teppich vor der Tür, den Fernseher an die Wand hängen und so weiter. Ne? Der Boden vielleicht so, ne? Aber das ist schon sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr, sehr stark. Okay, Leute. Das war's von den Roomtouren.